So, dann kommen wir mal zur Vorstellung. Toni hat bereits sein erstes Gefecht hinter sich. Ich war so frei und habe da die Entwicklungszone schon mal ein bisschen ausgebaut vorhin. Warum kann ich denn nicht zu... Warum haut das denn nicht hin? Ah. Hier haben wir Nameless. Ich muss mal kurz die Rolle nachgucken. Da. Ein Verschwörungstheoretiker ist davon überzeugt, dass Vrana Biowaffen herstellt, ist davon überzeugt, dass über Drogen das Virus verbreitet wird. Ekliges Wetter hier, ey. Und hat von einem Vrana-Labor bei Kyrolalolala gehört. Dann schauen wir mal nach Devo. Da haben wir Devo. Devo ist Polizeibeamter. Ist Polizeibeamter Aarons Tom. Ich kann sie aufnehmen. Hören Sie? Ach, schade, ich kann den Funk nicht mitkriegen. Hat Frau und Kind zu Hause bei Uski, ist Arbeitskollege von Joghurt. Sekunden war noch ein Arzt auf der Leitung, aber wie Sie vielleicht erfahren haben, ist der kurz eingeschlafen. Und er weiß von einem sekundären Evakuierungspunkt. Dann gehen wir mal zu Emperor. Hier haben wir Emperor. Emperor ist heute in der Rolle Christian Andersen unterwegs. Er ist ein Prepper, hat ein Waffenversteck, hat einen Unterschlupf im Wald und er kann unseren nächsten Protagonisten nicht leiden, weil der nächste Protagonist sein Schwager ist. Und zwar ist das Ossi. Ist neu in der Stadt, ist der Schwager von Emperor, wie gerade eben erzählt. Ein Drogenhändler und jetzt wahrscheinlich auf dem Weg zu seinem Drogenversteck. Dann hätten wir Jack Blues. Tagsüber ein Fischer, wenn er Freizeit hat, ist er Jäger. Und ab und an sagt er sich mal, auch ein bisschen Morphium muss mal sein. Dann sind wir, gehen wir mal zu Teschas. Teschas, ehemaliger Soldat, schweinereich, jetzt weil er jetzt Geschäftsmann ist und kennt als einziger Mensch Stony. Aktiver Soldat und weiß als einziger über viele Sachen Bescheid. Und dann hätten wir noch Azuma. Azuma ist eigentlich ein Mitarbeiter. Ja, Fahrzeuge wären hilfreich. Von Vrana. Also von den Leuten, die hier gerade Krawall machen. Gibt auch Eichland, IDEP-Mitarbeiter. Wir könnten Fahrzeuge gebrauchen, um eventuell noch weitere Personen aufzusammeln, die jetzt hier nicht im Funk sind und es vielleicht noch nicht direkt schaffen, zum Überquerungspunkt am Stadion zu kommen. Könnte der mögliche Imposter sein. Aber bei Stony geht gerade Action. Ja, wir rennen vom Checkpoint am Stadion. Ich glaube, kommt nicht hierher, nicht ans Stadion. Nicht ans Stadion. Wer auch immer mich aufnehmen kann, nicht ans Stadion verlegen. Der hat schon den ersten Zombie zerschossen. Das waren so die Rollen, die wir heute Abend hier am Stissel haben. Hier am Stadion befinden sich Personen, die zwar laufen können, aber nicht am Leben sind. Und hier haben wir... Oh, die können Türen aufmachen.
anderen Zombie. Wie geht der Zombie jetzt nochmal weiter? Ja. Komm Zombie, komm durch die Tür. Ach so, wir kennen uns aus der Kneipe noch. Stimmt. Ja. Wir wollten uns doch da hinten treffen, oder? Was ist denn das für eine Waffe, die Sie da haben? Ach so, entschuldige bitte. Ich pack die nach hinten. Danke, danke. Das ist. Zwar sind wir jetzt zwar in der Notlage, aber ich muss trotzdem für Sicherheit hier sorgen. Ja, ja, hier stimmt irgendwas nicht. Wir müssen uns mal mit den anderen uns treffen, glaube ich. Auf jeden Fall. Kommen Sie erstmal rein, genau. Ja. Ich habe erfahren auch von einem gewissen Stadionmitarbeiter, der. Wir sollen nicht zum Stadion kommen. Und einige andere. Auf jeden Fall helfe ich hier erstmal. Ich versuche erstmal zur Tankstelle zu kommen, weil ich bin sehr leicht im Tanken. Das T-Shirt ist so geil. Ein Aluhut-T-Shirt. Wer ist denn Alpha H? Ah, das sind die anderen. Ah, okay, ich verstehe. So, was macht Ossi? Sehe ich denn auf der Karte, wo die an? Ah, okay. Da haben wir Joghurt. Ihr wart jetzt gerade über eine Brücke gefahren an mir vorbei. Joghurt ist Medic. So wie immer. Und halt Arbeitskollege von Devo. Wie geht's in unserem... Oh, scheiße, ich habe die Attacke verpasst. Wo ist unser Imposter? Okay, das, Alter, das können wir uns ja nicht anhören. Devo läuft, da fährt dann also. Treffen wir uns bei der Tankstelle? Oh, das könnte... Richtung Nord der Straße folgen, über die Brücken zur Tankstelle. Das noch mit den Absäule anschließen, muss ich da einfach. Oh, guten Tag. Wo sind Sie? Gut, warte, ich muss auch mal die wegstecken. So. Tank mal denn das Ding hier? Da den Risse rein und. Gut, also muss ja ein Zapfhahn hier sein. Anschluss. Ich glaube, einfach hier an der Seite. Immer bei der Lackierung immer so schlecht bei den Modellen. Hab nur Zapfsäule. Ich hab auf dem Weg von mir, ich bin aus dem Westen gekommen, hab aber nur hier ein... Warum fährt der rückwärts? Genau, erstmal Prolet hier. Alles kaputt machen. Etwa jemand verletzt?
Ey. So. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Nameless rennt er immer noch alleine rum. Oh, Ossi und Jack Blues. Die Füße wollten zuerst nicht. Ich dachte schon, du wolltest mich erschießen. Nein, die Füße wollten zuerst nicht laufen. Ah. Weißt du, hast du eigentlich meinen Schwager gesehen? Nein. Weißt du, ob der überhaupt heil nach Hause gekommen ist? Bei dem, keine Ahnung, wie gesagt. Dem, was er gekippt hat. Bis halt dieser Evakuierungsaufruf auf dem Radio kam, habe ich keinen gesehen. Ah, okay. Hatte mich ins süße Land der Träume geflüchtet. Ah, das willst du auch wieder, oder? Klar. Natürlich. Weil Fisch allein macht mich glücklich. Wie sagst du als Fisch eigentlich ein Jagdgewehr? Ja, wie gesagt, Fisch allein macht nicht glücklich. Mhm. So hin und wieder etwas Wildbrett ist nichts Verkehrtes. Warte da vorne am Haus, ich bring dir das Zeug. Ich verrate dir doch nicht, wo mein Versteck ist. Ja. Dienen Sie sich erstmal hinaus. Das sieht sehr, sehr kritisch aus, die Lage hier. Ihm fehlt sein Kopf. Ja, der war ganz komisch gewesen. Aber vielleicht, du bist ja Sanitäter, da kannst du ja irgendwie eine Probe nehmen, was mit dem los ist. Ah. Ich kenne dich doch auch irgendwo her, ne? Oh Gott. Der Nerd muss erstmal laufen. Eine Option. Hallo? Zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Boah, das reicht aus. Ja. Ich hab leider deine Adresse gezogen. Du bist doch letztens umgezogen, oder? Ja, ja. Deswegen, habe ich das nicht gewusst. Ja, ich wohne relativ nah. Nur mal so, Leute, macht ihr mal bitte kurz die Karte auf. Ja. Das können wir gerne machen. Ich, was haben Sie denn für eine Funktion? Ich bin der Punkt, der ganz südlich ist. Wieso du kannst unten, genau, hier am Stadion. Ich selbst hab einen Biss abbekommen und such gerade Gegenmittel am Stadion. Das Runner-Auto steht da hinten rechts. Also der schwarze? Nein, der rote. Der rote? Die haben beide recht. Ich sehe schon gar keine Farben mehr. Stopp, zurück. Da steht ein einzelnes Auto. Der ist aber nicht rot. Der ist ja nur hinten rot. Ne, Frana. Die Spritze gehört jetzt gerade nicht dazu, die habe ich dir nur gegeben, weil du eigentlich nicht gebissen werden solltest, ursprünglich. Ja, ich denke mal. Ich habe auch gerade ins gerade Karte geguckt hier und dann hat die dumme Sau mich gebissen, ey. Extra die Türen zugemacht. So, ich heile mich erstmal hier. Genau. Ey, wo hab ich denn jetzt hingepackt? Ich dachte, wir dürften unsere Waffen mitnehmen. Ach, keine Ahnung. Also da hieß es nur zum Evakuieren der Wammel, da hieß es nicht, legen die ihre Waffen ab. Aber wollen die denn wissen, dass wir so viele Waffen haben? Hast du gerade eben auch das Auto gehört?
Nein. Okay. Zur Not können wir uns ja immer noch auf mein Boot flüchten. Oh, du hast ein Boot? Ja. Steht das unten am Meer? Ja. Alles gut zu wissen. Falls jemand uns auf den, falls uns jemand auf den Nerv geht, dann hauen wir halt ab. Genau. Och, ernsthaft. Da sollten wir uns nicht nähern. Ja, ich kenne aber von unseren Sicherheitstraining bei der Polizei. Ich noch bin im Totenmodus. Unsere nächste Wette. Ist Mino? Nee, er kann dich nicht hören, aber ich höre dich. Ah, okay. Nee, ich bin natürlich umgefallen hier. Ich habe den Injektor nicht mehr reinpieksen können. Ich sag mal Phil Bescheid über Discord. Ja, ja. Phil, über Discord, Stony ist gefallen, weil der Biss ihn umgetackert hat. Ja, ich habe gerade schon versucht, ihn zu heilen, aber meh. Sollte so nicht passieren, kümmere mich gerade drum. Check, ich sag ihm das. Sollte so nicht passieren, er kümmert sich drum. Ja, hab ich mitgehört, ja. Ja, warten wir mal einen Moment. Ja, das war der Zombie, der von hinten kam, der im weißen Overall, ne? Ja, ich bin extra ins Haus, damit mich keiner... Ja, der hat die Tür aufgemacht, stand vor der Tür. Hat dann, die nächste Tür aufgemacht, hat dann vor der nächsten Tür und dann bin ich zu an den anderen gegangen. Ich wusste, dass der Zombie zu dir kommt und dich umtackern will. Aber leider habe ich es nicht auf Band. Ah. Ich bin extra reingelaufen, weil ich dachte, scheiße, hier draußen kannst du nicht stehen bleiben und in die Karte gucken. Und bin extra in die Hütte gerannt, weil ich dachte, die kriegen die Türen nicht auf. Ja, Arschgeleck. Ja. Auf einmal so. Ich so. Der ist aber jetzt nicht draußen, Alter. Nameless steht vor der Pfütze und guckt sich die Pfütze an. Da. Das ist ja alles von Varana eingewickelt. dass alle Menschen sich bei diesem Stadion sammeln. Dass sie uns ihre Drogen verabreichen können. Ich, Idiot, lauf da drauf zu. Nee, nee. So ein Scheiß. Machen wir das denn? Wir sollten uns das von weiter weg erstmal angucken. Abbiegung, ja, das ist eine gute. Nö. Alles klar. Rauben wir die Tankstelle noch aus. Schauen wir mal, wo ist denn die Tanke? Ja, dann funk ihn doch mal an. Machen wir. Das klang so wie Johannes Holberg. Aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnt ihr nicht anfunken jetzt? Okay. Der hat auf jeden Fall gefunkt. Ich Aktion verfallen? Ja. Oder? Ja. Lass die Aktion verfallen. Wo, ja. So. Wir treffen uns dann wieder hier. Gut, dann machen wir da was. So, wir machen Vorsicht. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Nein, das meinst du mal. Nee, das kann ich so nie. Ey, mach doch die Kamera wieder an. Das war's? Das ist meine hier? Ja, nee. Ich glaube, es ist der andere. Ich höre dich. Ja. Schön. Ach so, das ist dein umgewandelter Körper, der da steht. Na, wobei, ich glaube, das ist der. Ich weiß es, der sieht genauso aus wie der, ja. Aber... Also, ich bin gerade an deiner Leiche. Genau, und? Ja, und da steht noch so ein Typi jetzt, der so aussieht wie ich hier, nur in... Ja, das bist du. Genau, weil ja. Arma das wahrscheinlich nicht anders hinkriegt. Ah, okay. Ja, ja.
Naja, habe ich die anderen Autos durchgeguckt nach dem Injektor, habe ich aber nicht gefunden. Dann hier, ja. Und dann wusste ich aber nicht, wie man den nimmt, Alter. Auch geil, ne? Oh, jetzt wird's interessant. Oh ja. Aber gibt's hier noch mehr am Stadion? Vorhin waren hier doch noch mehr Leichen. Also. Ich hab keinen blassen. Wer sind Sie? Jo, jo, jo! Weißt du, was ich meine? Nee, das ist Jonas. Hey. Hey, Jonas, komm ran hier jetzt. Jo, ich bin's, Matze. Ich hab schon gedacht, ey. Anderson. Oh mein Gott, ja, ich bin jetzt Jonas. Ich dachte, er wollte mich erschießen. Nein. Ja, später, jetzt wollen wir erstmal flüchten. Später! Alter! Matthias, ey, habt ihr noch einen Sitz frei? Ja, ja, haben wir. Alter, ich weiß, wo wir sind! Und was zur Hölle? Was? Ja, also der Stadion ist da hinten, aber ich vertraue dem noch nicht so ganz, ne? Ja, das also, sind die anderen beiden. Da hinten sind die anderen beiden. Ja, da ist gerade ein Polizeiauto dran vorbeigefahren. Ja, ja, das, wir haben uns gerade von denen getrennt. Aber ich vertraue dem Stadion noch nicht Techas, so ganz, wenn weißt ich du, ganz wo wir gerade sind? Nein. Guck auf die Karte. Ja. Wir sind gerade hier. Okay, dann muss ich in die andere Richtung fahren. Hin. Wir sind hier gestartet. Ja, ich wollte hier über die Brücke rüber. Ja, jetzt fahren wir hier halt die Hauptstraße. Ja, aber wisst ihr, von wo aus ich ganz gelaufen bin? Ja, dann setz dich ins Auto. Aber wir fahren doch jetzt nicht direkt in das Stadion rein, oder? Nein. Nein. Das ist nicht mein. Benna? Ja. Benna, bitte fahre zum Mann. Da haben wir den Azuma in freier Wildbahn, wie er Leute lootet. Azuma? Ja? Für dich zur Info, weil das gerade mit Stony schief gegangen ist. Ja? Auf das Item-Menü Pille bzw. Injektor doppelklicken zum Benutzen. Okay. Okay? Bei Stony oder was? Stony, kümmere ich mich gerade andersweitig drum. Okay, wo muss ich das jetzt machen? Nein, wenn du infiziert bist oder jemand anders infiziert ist, dann muss derjenige das Inventar haben und muss doppelklicken darauf, damit es okay. Eingenommen wird. Ah, okay. Ja, mal gucken, Tasche ist sehr außerhalb der Rolle. Der ist sehr schwierig. Also man merkt ihn an, dass er den ganzen Brat nicht traut. Das ist sehr schwierig. Oh, der versucht gerade schon Strukturen reinzukriegen. Das soll ja so, ne? Mhm. Später. Jo. Scheiße, der, ich glaube, der ist. Da ist der Kopf ab, Mann. Oh, Scheiße. Da. Hallo. Ach, du Scheiße. Den ganz böse. Ey, der hat eine Waffe. Mein Schwager. Er hat eine Waffe. Nicht der schon wieder, oh, da. Oh, meine Fresse. Das halt du deine Fresse. Ich hab echt gehofft, dass ich dich nicht mehr wiedersehen kann. Ja, ich dich auch. So, wollen wir unseren Auftrag mal weiter fortführen hier, oder was? Was für ein Auftrag? Wir haben Aufträge. Ja, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir zum Krankenhaus kommen und da plündern wir erstmal ein bisschen Verbandsmaterial hier. Ach so, okay. Weil der Typ da kein Verbandsmaterial aber hat. Aber nochmal eine Sache, dein Verbandsmaterial ist ja schön. Nee, aber vielleicht wäre es schön, wenn wir erstmal Schaden verursachen können. Mal kurz, ja, aber wir sind doch jetzt schon quasi so nah dran am Krankenhaus. Darf ich mal kurz was sagen, was nichts mit dem Spiel zu tun hat, also was technisch ist, wenn ihr seht nur, wer Hunger habt, wenn ihr auf eure Überleben geht, wenn ihr über das nächste Station nachseht. Hat er vergessen. Ich lass mir von dir hier doch nichts sagen hier. Was war nochmal dein Beruf? Mein Schwager, weißt du, was für einen Ärger ich bekomme, wenn du nicht mehr da bist von meiner Schwester? Weißt du, was ich für einen Ärger bekomme, wenn du nicht mehr da bist? Das ist vielleicht ein Problem. Ja, aber ich krieg keinen Ärger, wenn du nicht mehr da bist. Ja, aber eher. Dann könnten wir auch wegfahren. Was hast du denn alles dabei? Ja, auf alle Fälle. Du hast auch eine Waffe. Ich hab Munition für dich. Leute, hier rumstehen und labern bringt nichts. Können wir jetzt mal Sachen holen? Lass uns jetzt mal in Aktion treten. Vollpfosten! Ja. Vollpfosten! Nicht du, der andere, da am Auto drin, dieser Vollpfosten. Also ich vertraue lieber hier dem Fischer als die anderen. Ja. Willst du eine Waffe haben? Ja, warte, pass auf. Guck mal, ein Rucksack. Ich stehe nicht so gerne zu Waffen. Ja, aber da ist eine Pistole drin. Schnapp dir mal die und geh zum Krankenhaus. Wir treffen uns gleich wieder hier. Ich fahr. Kannst du vergessen, fahr doch selber zum Krankenhaus. Halt doch mal jetzt die Fresse, Mann. So. Nein! Also. Ich kenn dich doch nicht mal. Das heißt, das Techas gleich wieder hier. Nee, genau. Pass auf, Joghurt. Okay. Joghurt.
Komm, wir gehen weiter. Komm mal bitte den Depo an, den Polizisten. Die sollen hier wieder herkommen. Dann können die alle anderen nämlich mit zum Krankenhaus fahren. Was ist euer Plan? Wir wollen jetzt erstmal dahin, wo wir hin sollen. Stadion? Ja. Nee, das vertraue ich nicht. Dann gehe ich mit zum Krankenhaus. Nein, nein, nicht zum Stadion. Das Stadion ist nicht sicher. Warum? Anscheinend sind laut Leute infiziert worden und sind ein bisschen aggressiv geworden und haben ihre Intelligenz verloren. Ich hab drüber gelesen, das war Vrana. Ah, okay, Vollpfosten. Wischen euch das. Brauchst du Munition? Ich kann dir welche verkaufen. Ich verkauf dir gleich ganz was anderes. Willst du Munition haben? Ich kann dir welche verkaufen. Nein. Joghurt. Okay. Ich keine Munition. Der Ecke will nichts haben. Zum Krankenhaus, hört mal kurz zu jetzt bitte. Hallo, jetzt hört mal bitte zu. Ja, hier ist es erstmal sicher an der Tanke und wir können unsere Fahrzeuge auftanken. Joghurt callt gerade den Polizisten an. Und wir machen uns weg. Und der kommt jetzt, warte bitte, Tesha. Und der kommt jetzt gleich hierher und dann überlegt ihr euch, wie ihr zum Krankenhaus kommt. Und während Tesha und ich zu meiner Hütte fahren, und du weißt ja, ich habe ja mal so ein paar Sachen gesammelt, die hole ich dann mal da raus. Ah ja, gut. Okay, gut, aber solange bleibt ihr hier. Joghurt, hast du dich angecallt? Was? Ja, ich habe mit denen geredet. Die sind nix verurteilt. Also, wir befinden uns jetzt gerade in etwas, was ich nur aus dem Fernsehen kenne, und ich will hier jetzt weg. Jetzt und Aktion. Ich war beim Stadion. Ich habe gesehen, wie er da hingefahren ist. Steckt bestimmt mit denen unter einer Decke. Also, Joghurt, wir kommen hier wieder her, ja? Ja. Hey, Joghurt. Ich vertraue dir auch nicht. Du gehörst. Nameless, der arbeitet doch für den Staat, oder? Hey, arbeitest du für Vrana? Für wen? Vrana. Genau, ich bin beim Notfalldienst, ich höre mich um. Den kann man auch nicht vertrauen, der arbeitet nur für den Staat. Den Polizisten, kennst du den persönlich? Ja, es ist ein Freund von mir, mit dem gehe ich auf Trinken, aber er ist richtig korrekt. Der ist gerade zum Stadion gefahren, habe ich recht? Ja, der ist mit wem ist er gefahren? Er ist noch mit irgendjemand anderen. Ich glaube, du meinst, die kommen jetzt heil wieder hierher oder was? Gut, ich kann dir vertrauen. Nein, der ist dahin gefahren, wir hatten da Kontakt. Radiokontakt mit einem Unteroffizier. Warte, da vorne läuft, wer über die Straße, hey, Leute. Was ist das? Den solltest du dir mal angucken. Jake? Ja? Eine Waffe? Warum schießen hier Leute? Wir sollten uns zügigst beeilen. Okay. Also hier, wir gehen jetzt gar nicht mehr weiter. Wie gesagt, hier die eigentliche Evakuierungsstelle, aber hier sind überall solche Infizierten, die hier rumlaufen. Das macht keinen Sinn. Okay, ich sehe es gerade. Ich weiß nicht, waren irgendwo in der Stadt noch weitere? Habt ihr noch mehr? Seid ihr noch mehr auf solche getroffen? Fahren erstmal hier auf jeden Fall weg, damit wir von den ganzen hier mal wegkommen. Mhm. Oh, ein Scheiß, das ist Vrana, ich sag's euch. Kann mir mal jemand erklären, was hier los ist? Her. So, es scheint so, als ob irgendwas schief gegangen ist bei der Medizin, die verteilt wurde, denke ich mal. Das war Vrana. Echt schlimme Sachen. Die verabreichen das über die Drogen. Ich sag's euch. Über die Drogen doch nicht, über die Medizin. Ja, sind das denn dann noch Medizin? Nein, das sind die Drogen. Das sind dann aber auch keine Drogen. Nein, die stellen das locker in ihrem Labor her, ey. Ich sag natürlich das, stellen die das in ihrem Labor her. Das ist ja verdammt. Wollen uns alle so machen. Dammit. Ich hab darüber gelesen. Und wo, im Internet? Ja, natürlich im Dark Web. Oh Gott, du mit deinem Aluhut. Du passt doch echt dazu. Joghurt, ey. Joghurt, willst du eine Waffe haben? Hast du noch eine? Ich hab den Sanitäter keine Waffe. Hey! Hey! Jack! Ja? Ich hab einen Kunden! Okay. Der da will eine Pistole haben, kannst mal eine rausgeben. Was seid ihr denn für welche? Ich will eine haben. Okay. Der auch, gib mal beide raus. Keine Pistole! Okay. Wir haben dafür eh keine Munition, also. Nee, dann behalte ich meine, die schon ab. Obwohl, nee, die M9 Munition müsste da reinpassen. M9? Warte mal, ich hab. Habt ihr zufällig. Hunde? Ein Pistölchen. Zwei Pistölchen. Zwei gute alte M19er. Warum hast du so Das interessiert, der hat dich nicht zu interessieren, woher die hat, einfach mitnehmen.
und packt die in die M9-Munition dazu und guck mal, ob die da reinpasst. Eigentlich persönlich? Halt die Fresse. Nein. Was, ich brauch nur eine Fische, oder? Aber danke. Was ist denn eigentlich dein Beruf? Ich weiß, dass er Fischer ist. Er ist Sanitäter. Nimm mal die andere Waffe. Ich bin neu. Ich brauch nur eine. Meine Frau arbeitet eigentlich. Ich bin neu. Als was arbeitet deine Frau? Guck mal, ich hab dir zwei Magazine auf dem Rücken. Die ist schon seit längerer Zeit wieder. Die habe ich weggeschickt, bevor. Die wollte in Urlaub. Du bist arbeitslos, oder? Passt nicht. Und kassierst Geld vom Staat. Ja, hey, aus meinen Steuern, Ossi, wenn ich welche zahlen will. Die Munition, die du im Lager hattest, die passt irgendwie anscheinend. Ey, jetzt sag doch nicht, woher du die Sachen hast, Mann! Pack wieder ein, vielleicht brauchst du irgendwie anders. Ja, Habt ihr nicht gehört? Du weißt ja, was ich mache. Die anderen beiden, die gerade gefahren sind in dem coolen orangen Sportwagen, sind gerade auch zu einem Lager gefahren. Hast du noch, okay. Hast du noch Munition, was für Munition hast du in deiner Waffe? Wie viel Munition hast du bei dir drin? Schleppen wollte, wollen würde. Medizinisches Material, das er auf dem Rücken hatte. Ja. Hat die Polizei denn noch irgendwelche jeglichen Informationen jetzt über die Lage hier? Die einzige Information, die ich noch von einem Training bekommen habe, ist, dass auf jeden Fall Ja, Scheiße. Und der macht ja aufs Dach dagegen, ja? Du willst aufs Dach? Ja, dann. Ja, gut, wir gehen aufs Dach. Aufs Dach, damit die uns noch besser sehen mit ihren Satelliten. Ne, ich bleib hier unter dem. Ja, dann bleib halt hier unten. Du hast einen Aluhut auf, die sieht dich nicht. Hier bin ich gerade. Ich frag nicht. Der Aluhut schützt nur vor Radiowellen, du Lappen. Willst du das etwa nicht wissen als Arzt? Ich geh die 5G-Strahlung. Hört ihr die Schüsse auch? Ja. So Richtung Nordwesten. Kannst du mal zurückschießen? Nein. Nee, Mann, ich vertraue dem hier alles nicht. Nee. Ja, wie viele Leute waren wir noch? Wir waren 8. Ja, Frage, Max, ist das 4 und wir sind auch 4 oder nicht hier? Wir sind 4, richtig. Ja, da ja, sind wir alle schon. Wir haben uns schon alle gefunden. Gut. Also die Bargang ist hier. Ja. Und warten jetzt, bis entweder der Polizist hier auftaucht oder ob die anderen hier auftauchen, oder? Ja, aber ich... Ja. Oh, ist das wollen nur ein Wollen wir erstmal wieder zum Treffpunkt zurück? Oh. Ist das nur ein Zweisitzer? Ne, da müssen hinten eigentlich noch Sitze. Eigentlich hinten. Moment. Ah, ja. Wir fahren gleich los und werden ja, dann... Los. Uns, ja. Wohin? Ja. Aber die Schüsse waren im Westen, oder? Ja, das sind die anderen beiden. Ach, die haben auch keine. Habt ihr eigentlich Funkgeräte? Nein. Negativ. Wo ist eigentlich der Alu-Typ hin? Ich hab ihn auch nur durch Zufall gefunden, weil er was von mir wollte. Der Alu-Typ ist irgendwo unten. Den Alu-Typ haben wir fast überfahren. Ey, brauchst du was besondere Medizin? Apropos besondere Medizin. Wir sind immer noch nicht zum... Brauchst du Morphium oder Epinephrin? Ja, was ist, Aaron? Jake, ich versuch mal ein bisschen Morphium an den zu verkaufen. Mach das. Keine Sorge, für dich bleibt genug. Ja, wir hocken noch immer bei der Tankstelle. Da ist das Krankenhaus, da sind wir gerade eben dran vorbeigelaufen. Vorne müsste das Krankenhaus sein, oder? Ja. Da sind wir gerade eben dran vorbeigelaufen. Ja, wir sind vollständig. Hast du gar nichts mehr? Dann. Warum?
Nee, die beiden sind da jetzt hingefahren und wir sind zu viert noch an der Tankstelle. Seid ihr noch da? Eure Gehirne schon gegrillt. Oh, scheiße, es regnet. Aber wir haben es gerade noch nicht zum Krankenhaus. Sag ihm mal, dass sie zu Fuß zum Krankenhaus laufen, wenn die zu lang brauchen. Oh, wir bräuchten mal langsam was zu essen, ne? Nein, bräuchten wir auf keinen Fall. Ihr lebt ja doch noch! Ja. Vier Leute bei der Tankstelle. Die Hörner sind schon gegrillt, weil ihr nicht geantwortet habt. Bist du auf Sanitäter? Ja. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Was? Diese ganze Strahlung und so. Ich glaube. Hast du was gegen Kopfschmerzen? Ja, die hast du wahr. Da kommen die anderen wieder. Leute, da hinten ist gerade wer hinter dem Haus gelaufen. Was? Wo? Hinter dem Haus. Der das weiße Haus? Da. Ja, wo das sind die anderen denn? Das da? Ja, oder? Der ist von rechts nach... Nee, das da. Von rechts nach links. Das ist einfach den anderen wieder runter. Aber geh mal wieder runter. Doch klar. Runter ja. Okay. Halt, ja, wir gehen runter. Warte, wir gehen runter. Du musst Feschers. Wer liegt denn da auf der Straße? Wer liegt denn da auf der Straße? Ja, das war so komisch, der hat uns angegriffen. Okay. Würdest du mal bitte hier an mich... Oh, was ist jetzt? Wer blutet hier eigentlich? Oh, Jackass, was hast du denn gemacht? Pack mal die Munition, die wir noch haben und die Waffe. Emperor wusste nicht mehr, wo er wohnt, also sind wir in Beschuss reingekommen. Hat er einen Beschuss? Ihr habt Beschuss rein? Was ist hier los? Ich wurde beschossen. Wer hat euch angeschossen? Vrana. Keine Ahnung, wir waren in Richtung Flugfeld. Warte, wo wart ihr? Richtung Flugfeld. Ja, Teschers labert nur schon wieder Scheiße. Das Aaron, das nicht? Wie sahen die das aus? Das ist schon Flugfeld. Mann. Ich weiß es nicht. Hier, frag Emperor. Er wusste nicht mehr, wo wir sind. Wo gibt's hier ein Flugfeld? Aaron, hörst du mich? Im Norden. Ach, das? Dem hey, hier. Er hat einen langen oh, das ist jetzt ein kleines Problem, weil die anderen, die beim Stadion waren, sind jetzt gerade zum Flughafen das gefahren. Ist und diese Vrana. Erstmal hier stehen, wir gehen am besten rein, es ist ein bisschen leiser am besten. Also wir haben ein großes Flugzeug auf dem Flugfeld. Ja, das sieht aber gar nicht mehr passabel aus zum Fliegen. Oh Gott. Da steht ein kleines Flugzeug. Kenne ich überhaupt nicht. Auch in der kleinen, wenn es eine kleine Stadt ist. Ja. Ja. Da hinten ist auch noch ein Truck. Wo ist das Fahrzeug? Wahnsinn, Herr Hallo. Das ist doch unser Auto, mit dem wir hergekommen sind. Hörer! Hörer! Oh fuck. Nehmen Sie Ihre Waffe runter! Hör! Sie sind doch nicht ganz bei Sinn! Na gut. Oh Gott! Er ist... Unser Eider-Mitarbeiter ist down! Oh mein Gott! Leistest du mal erste Hilfe hier?
könnte auch Hilfe gebrauchen, der ist ganz schön im Arsch. Einer verletzt von euch beiden? Okay, ich habe die eine Wunde noch reden können, anscheinend ist er wieder aufgewacht dadurch. Wo ist eigentlich der Supermarkt? Wir haben keinen Supermarkt. Du hast hier keinen Supermarkt. Wir haben nur eine Tanke. Nee, doch, es gibt einen Supermarkt da hinten an der Kreuzung. Ja. Wir haben den Supermarkt doch gesehen. Ja, ich werde euch sagen, wo der ist. Der ist hier. Warum auch? Das stimmt, da ist wirklich einer, hast recht. Da ist der Supermarkt. Seht ihr das auf der Karte? Links vom Evakuierungspunkt, wo wir nicht hingehen sollten. Also. Immer noch. Wir müssen zu der Hütte. Ich brauche einen Long Range, damit wir in Verbindung bleiben. Aber Yoga, du bist der Einzige, der ja. Long Range aber hat. Aber die Long Range hat irgendwie gar keine Reichweite gerade. Aber mit wem redest du denn die ganze Zeit, Yoga? Ich habe versucht, die anzufunken, ja. Aber die sind außerhalb von Funkreichweite. Wer denn? Aaron. Das funktioniert nicht, weil die das stören. Die Polizei-Typis. Ja. Ich glaube, Brana stört den. Dann sollen die doch hier wieder herkommen zur Tanke. Ja, ich habe die. Ich wollte, dass die anpumpen, aber die sind anscheinend schon aus der Funkreichweite. Die Funk hat die 148er hier, die ich habe, ist irgendwie nur auf 1 Kilometer gerade. Wegen den Störmasten, den geheimen Störsatelliten und so. So. Das eine Auto mit den wenig Plätzen ist auch ein kleines. Deswegen müssen wir. Okay, vielleicht Hallo? Nicht so ganz. What so. The hell? Bleib stehen, Typ. Bleib stehen! Kommen Sie aus Kiel von Kiomka? Hallo? Fertig aus dem Labor aus Kiomka. Wenn das so bleibt, hört ihr meine Schüsse? Ja, ich höre ja. Meine Schüsse die nicht. Hört sich schall gedämpft an aus irgendeinem Grund. Ich höre meine Schüsse nicht. Aber wir haben. Hast du einen Schalldämpfer drauf? Nee. Also, hört jetzt mal zu, wir müssen jetzt. Hier. Ja, hört auf. Und der Soldat, wie heißen die eigentlich? Unteroffizier Lenzen. Lenzen, okay. Eichland. Emil Eichland. Ich würde vorschlagen, Sie und ich nehmen das Tankfahrzeug und tanken eins ihrer Gefechtsfahrzeuge auf. Ja. Dann haben wir einfach ein Fahrzeug mehr. Und Sie fahren zurück zu der anderen, dass Sie dann nicht so alleine. Ja. Okay. Kann ich sie ja schon mal allein lassen, dass ich schon jetzt vorsprinte sozusagen? Ja, das können wir, das würden wir hinkriegen. Ich trage auch gerne Waffe bei, aber noch drin bin ich auch nicht. Okay. Was ist da drinne? Da ist eine M4 noch im Wagen. Ja, hab ich. Die hab ich doch. Achso, die hast du genommen. Ja, okay, die hab ich jetzt. Gut, dann kann ich erstmal zurückfahren, weil es nicht, dass jemand die aus dem Auto nimmt. Okay. Gut, dann viel Glück euch beiden. Ja. Also Tankwagen sollen wir nehmen? Ja, wir nehmen den Tankwagen. Okay, also, dann. Ich hätte noch irgendwo... Hatte ich nicht? Okay, gut, weiter. Die große Frage ist, wird Asuna zum Traitor oder nicht? Aber was ist denn hier los bei euch im Ort? Bewaffnete Miliz? Ich denke mal, dass es ein absoluter Ausnahmezustand hier ist. Sprengstoff am. Wo haben Sie vorher gedient? Wo waren Sie vorher stationiert? Luftlandebrigade 41. Hm. Waren Sie auch im Ausland? Ja, mehrfach Afghanistan. Ich war einmal Afghanistan gewesen. Habt ihr eigentlich alle eine Kopfbedeckung? Ja, ne? Nee, oh Joghurt, das tut mir leid. Hab ich eine? In dem Regen sind tatsächlich Pharmazeutika mitgemischt von der Regierung. Oh, nein. Wollen sie immunisieren gegen Antibiotika, ich sag's. Ja. Ja, glaubst du nicht, du wirst ja. Setz doch deinen Hut ab. Ah. Wir sollten hier weg, Leute. Das ist ein Gelände von Brana, steht da. Das sind die diese Dinger erschaffen mit ihren Drogen. Ja, aber wir müssen. Wo lang müssen wir jetzt eigentlich? Da lang, weiter. Einfach der Straße. Nee. Natürlich! Okay.
Ich hab dein Tutorial auf YouTube mal gesehen. Ich weiß, wie man sich im Gelände orientiert. Machst du eigentlich irgendwas anderes? Was? Irgendwas anderes außer auf YouTube, dir irgendwelche Sachen angucken? Ja, natürlich, ne? Im Dark Web. Oh, ich hab eine eigene Homepage. Soll ich dir mal den Link schicken? Nein. Ich will den Link nicht. Warum nicht? Wir sollten hier weg. Das ist das Gelände von Vrana. Nee, wir sollten jetzt wieder zurückgehen. Aaron kommt jetzt wieder zurück gerade. Ist auf dem Rückweg vom Flughafen. Kann nicht zur Tanke fahren? Wir müssen doch, der kann uns Aufgaben beim Liefer machen. Sag ihm einfach, er soll der Straße Richtung Osten folgen, wenn er von der Tankstelle ausgeht, die Hauptstraße. Er ist übrigens ab. Ist der Polizist. Aaron! Deck mich mal, ich muss ein Fahrzeug bekannt. So in der Nähe davon. Höchstens Durst. Ja, wir sind ja gleich beim Supermarkt. Da vorne müsste gleich. Also, ja, wir sind jetzt. Ja, aber ja, ja doch. Ich bin mein guter Freund Aaron hier wieder. Und zur Info, die anderen beiden, die rumgefahren sind auch, haben Beschuss abbekommen, teilweise. Da ist er! Habe ich den dritten Weltkrieg verpasst? Oder Leute, da ist er! Okay. Wow. 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 Als ob da noch irgendwas drin wäre. Also der steht ja wortwörtlich im Nichts. Scheiße. Lager. Tür ist zu, fuck. Fuck. Scheiße, als ob die alles geblödert haben. Scheiße. Kackregierung, ey. Scheiße. Die sitzen bestimmt in ihren Bunkern, ey. Ist irgendwas gefunden? Nein. Die Regierung hat schon alles geplündert. Fuck. Sollen wir zur Not Joghurt essen? Beste, willst Joghurt essen? Ja. Der Arme. Ich hab ein Auto. Ich hab auch ein Auto. Das ist bestimmt Joghurts imaginärer Freund. Ja, da bist du. Nee, das ist die Polizei. Das ist Aaron. Ja, der kann ich nicht vertrauen. Ich setze mich dich hinten rein, Leute. Nein. Ihr müsst da hinten einsteigen, werte Gefährten. Ich meine, ist es nicht alle Tage, wo ihr hier mit dem Polizeiauto mitfahren dürft. Wofür hast du eine Weste in deinem Auto? Ich will aber auch nicht laufen. Ja, rührt das mal nicht lieber nicht an, das gehört nur auf dem Start, aber ja, wir haben ein bisschen was mitgenommen, was wir gefunden haben. Leider. Ja, das ist von den Leuten, die auf uns geschossen haben übrigens. Oh. Wie sahen die aus? Haben die für Vrana gearbeitet? Die? Nein, ich glaube nicht. Oh nee. Ja, ich fahr zurück. Kannst du mit Jake, setz dich mal nach hinten, falls irgendwer auf uns schießt, können wir zurückschießen. Okay. Die anderen Polizist. Beiden. Jetzt so ja. Leute, die auf die geschossen haben, hatten die irgendwelche Arbeitsmeldungen von Vrana an? Mal wieder, weil die haben beim Frühling mal wieder auf die geschossen. Da muss ich leider ein bisschen lachen, aber nein, glaube nicht. Das konnte ich in dem Moment nicht identifizieren, wirklich. Weil hier sollten wir nicht lange bleiben. Hier ist ein Gelände von Vrana und die stellen diese Dinger. Was zum Teufel ist Vrana? Diese komischen Dinger, die einen angreifen und hungrig aussehen, mit ihren Drohnen. Habe ich ja vergessen. Die haben das gleiche. Okay. Ich mit anderen Sachen beschäftigt, mehr mit anderen Preisen. Ja. Wir sollten hier nicht lange bleiben, Herr Polizist. Am besten ist, wir packen alles in die Karre rein. Alles, was da ist. Scheißegal. Erste-Hilfe-Kasten. Brauchen wir das? Ja, immer rein damit. Ja. Nicht alle Tage, wo ich als Polizist überhaupt mal Militärgear ausgebe. Das ist kein Militärgear, das ist eine scheiß Weste mit Taschen. So ja, nebenbei. Gut, dann,
Ja gut, aber es kann ja sein, dass irgendein Offizier vor ihm das anhatte. Ich kann mir gar nicht so richtig trauen, dem. Ja, dann nimm doch. Der hier aussieht wie für den Zweiten Weltkrieg gerüstet, Dritten Weltkrieg gerüstet. M4, Beste. Wer kann denn die wissen? Im Zweifelsfall wollten wir zu meinem Boot um abzuhauen. Das ist ja ein Boot. Ja, sicher. Stimmt, sie sind, sie sind ja der Fischer. Lass mich mal durch hier. Gute. Im Süden. Ah. Weil wir waren gerade am. Wir waren gerade am nördlichen Platz. Da. Nicht nur wurden wir abgeschossen von irgendwelchen Leuten. Da ist auch eine Kap. Okay, das war's, indem wir. Einsteigen. Okay. Aha. Oh, hier, die kommen, sie kommen. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Tito! Wo bist du? Ah, da ist das Auto in die Luft geschwungen. Ike, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ike, hörst du mich? Ich bin's. Ja, geh weg. Lade. War hinter mir, ich habe den gar okay, nicht gehört. Okay, folgendes. Wir müssen so fix wie möglich. Ja. Ich muss einmal. Ich habe Pillen dabei. Bist du erwischt worden? Ja. Ich leg dir hier eine Pille raus. Die musst du einnehmen. Check. Ich habe noch einen Ort, wo es weitere Medikamente gibt, aber das ist viel weiter südlich und da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Warte, wie nehme ich die? Ich kriege die Box nicht auf. Nee, Doppelklick im Inventar ist doch nicht. Okay. Da drauf. Ah ja. Sauber. Was kann ich an mein Sturmgewehr ranmachen? Gar nichts. Vor allem, wir haben noch einen Tankwagen da an dem Flugplatz gefunden, den die zwei auch zur Schau haben. War nicht extra. Aber Herr Polizist, haben Sie was zu essen? Genau, das Essen. Nein, leider auch nicht. Ich bin auch sehr hungrig. Haben Sie was im Supermarkt übrigens gefunden? Anscheinend ja nicht, weil Sie nicht waren. Da war auch schon alles ausgeplündert. Ja. Ja, das ist schwierig. Am Flugplatz sah es auch sehr kahl aus. Wo steht denn eigentlich dein Boot, Ficker? Zeig mal auf der Karte. Ach so, Sie zahlen wohl keine Steuern? Naja. Für diese Kalkulierung, welche Steuern hier? Ja, natürlich. Heute ist ein Glückstag, wie für jeden hier. Sozusagen. Wir werden hier mal heute Augen zudrücken, damit wir sie retten dürfen und dann in den Knast schicken das heißt, dürfen. Augen zudrücken, das ist doch schon bekannt. Das habe ich doch der Regierung selbst gesagt beim Rathaus. Da beim Pier. Und unterhalb, genau. Ach so, da ja, das ist mir nicht bewusst. Ich bin leider auch nicht allwissend. Ist doch so eine... Achso, Aaron Strom. Wo bist du? Gut, wer was? Sag doch mal. Ja! Ja, ein Elend.
Flughafen fahren. Ach, super. Ich habe das Gefühl, ich bin in irgendeinem so scheiß Zombie-Film gelandet. Ja, das wird ja echt gefährlich. Könnt ihr hier bleiben kurz? Ich hol gerade kurz die anderen beiden ab. Ja, die sind gerade in der Notsituation ein bisschen. Ja, klar. Der ist ja nicht weit weg. Hau ja rein. Ja. Da waren es nur noch vier. Aber ja, dann sollten wir versuchen, zu deinem Boot zu. Hey! Lassen Sie mich nicht zurück! Und deswegen zahle ich keine Steuern! Achso. Ich dachte schon, sie lassen mich zurück. Die war ja nicht mehr hier, also. Die ist ja schon weg. Oh, der ist da ziemlich nah. Der Polizist will die anderen zwei raushauen. Jack. Ja. Da, komm mal hier weiter nach rechts auf den Bürgersteig. Steven, das glaubt mir doch sonst keiner. Ich glaube, dass wir werden alles photoshoppt. Jack? Ich jage auch. Oh Gott. Weil man kann ja nur so. Ja. Okay. Das, Leute! Herr Fischer! Die mit ihren komischen Fischermethoden und dem Gewehr da hinten ist noch einer. Wer schießt nicht auf der anderen Seite? Der, ja, ist, so weit, der weg. Ist so weit weg. Munitionsverschwendung. Munitionsverschwendung. Ich will ein Foto machen. Ich will keine Munition mehr haben. Hilfe! Hilfe! Helft mir, Leute! Hilfe! Leute! Ey! Ich eck. Wo ist das Essen? Ist im Auto, ich hab's in deinem Rucksäcke gefunden, Mann! Hey! Hallo? Kumpel! Ja, ich seh's. Hey, da hinten ist ein Supermarkt! Mein lieber Schwager! Hast du eigentlich für deine Hier kommt ja so ein Kollege, Leute. Den habe ich fotografiert gerade. Für meinen Blog. Hier kommt ja so ein Kollege an. Aber da hinten ist noch ein Supermarkt. Vielleicht ist da was drin. Ja, deswegen. Okay, jetzt haben wir ja alles. Wer schießt denn da? Wer schießt? Und warum? Leute, da kommt so ein Kollege, sag mal, hört ihr mir nicht zu oder was? Ach, okay, jetzt seid ihr auch wieder da. Okay, was passiert? So. Auf was schießt ihr hier? Hinten. Ja, auf die Wurzel, ja, die da hinten kommen, aber. Okay. 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 Bist vollständig. So. Wir haben einen neuen Fluchtplan übrigens. Okay, also unser Fisch hat noch einen Kutter südlich in der nächsten südlichen Stadt. Nee. Das gefunden. Und da können wir passen auch alle rein. Das also ganz ruhig. Genau. Ich würde es gerne ein bisschen die Lage ein bisschen aufklären. Wir haben noch IDEP-Mitarbeiter weiter südlich. Aha. Da würde ich dann mit den Soldaten hin. Und den Polizisten. Und gut wäre, wenn ihr in der Gruppe Lebensmittel zusammen organisiert. Definitiv Lebensmittel organisieren. Und irgendwo erstmal quasi eine Feuerbasis aufbauen. Seit wann weiß der IDEP-Mitarbeiter, wie man Krieg führt? Ja, ich war in Afghanistan, ich war nicht immer IDEP-Mitarbeiter. Ja, was seid ihr denn eigentlich für welche? Ihr seid ja Soldaten. Nur der eine, der Stoney-Soldat. Gibt's noch mehr von euch? Stoney! Ja, ey, wer bist du?
Gibt's noch mehr von euch? Kennst du mich? Alter, so kaltblüter. Also, Alter, von der Stimme kommst du mir bekannt vor. Ich bin's. Er hat eine Scheiße. Der kennt man doch nicht. Bist du, warte mal. Von der Stimme bist du Matthias? Ja! Ach, Matthias, ja. Was machst du denn hier? Was machst du hier mit mir in der Zombie-Apokalypse? Digga! Alter, ich hab hier einen Evakuierungspunkt bewacht und irgendwie ist das alles ein bisschen ausgerufen hier, mein Lieber. Und du, was machst du hier? Sag mal, seid ihr jetzt hier? Hallo! Könnt ihr jetzt mal aufhören? Das ist ja Wahnsinn, ey. Hallo. Nachdem ich den Dienst quittiert habe, mache ich hier Geschäfte. Ich habe hier, hab hier die Tankstelle, ich habe hier den Supermarkt, so, ich habe hier den Hairstyling. Oder sind das so Sachen, die geil, wir haben? Die anderen sind teilweise infiziert worden und haben sich gegenseitig erschossen gehabt. Wo ist der Bezopf? Matthias, komm mal mit. Ja. Ich folge unauffällig. Die Evakuierungszone der Evakuierungspunkt ist von hier. Hier wohnst du also? Genau, gerade im Supermarkt leer. Ah, okay. Du, Matthias, ich weiß, zum Notfall hin, im Südwesten haben wir einen militärischen Flughafen. Südwesten. Genau. Alles klar. Der ist militärisch. Im Notfall müssen wir da abhauen. Ich weiß nicht, was wir hier kennen ihn ja alle nicht. Ich hab auf dem Flugfeld im Norden habe ich ein Flugzeug stehen. Da waren wir eben, da war ganz schön zu sagen, dass wir angegriffen worden. Aber ich hab da ein Flugzeug stehen. Da steht ein Sportflugzeug, das ist mit Sprengstoff behaftet. Hast du da ein grünes Sportflugzeug? Ja, dann ist es wohl mit Sprengstoff behaftet. Okay, dann hat sich das wohl erledigt. Dann brauchen wir da wohl nicht hin. Dann müssen wir uns wohl notgedrungen uns mit den Leuten da begeben. Ja, weil wir haben den nämlich eben, das ist unser Boss. Und nur der darf damit raus. Also der und es Typ lag da auch eine Sprengfalle davor. Der Typ da hat ein Flugzeug, okay. Und die Leute am Flughafen sagen, dass das Flugzeug für ihren Boss ist. Ja, und da ist der arbeitet mit dem und der kennt den Militärtypen hier, okay. Ja. Und das ist eine 02-sitzige Maschine. Ah. Okay. Ich nicht. Also ich sag's gerne nochmal, komische Lage. Sind wir auf dem Meer sicher. Boah. Was ist denn das? Ein Fischkutter. Na gut, damit sind wir auf jeden Fall sicher. Erstmal die erste Frage. Wie sieht's mit Essen aus? Verpflegung? Ja, dann genau. Das versuchen wir uns damit durchzuschlagen. Ja, kennst du die schon länger eigentlich? Ja, das sind halt die obligatorischen Dorftratten, die rumrennen. Ja, auf jeden Fall laufen hier bei euch im Ort ganz, ganz krasse Sachen rum. Ja. Ist alles gerade im Moment ein bisschen strange. Also am Stadion waren Infizierte, ja, die waren nicht mehr ansprechbar. Die beißen, also die versuchen zu beißen. Ja, und am Flughafen schießt man auf uns, also irgendwie traue ich hier keinen mehr. Ja, aber wenn wir jetzt sehen, alles klar, Norden geht nicht, Osten geht nicht, dann bleibt ja nur Südwesten. Wir haben Autos, wir haben eine Tankstelle, ja. Das ist voll tanken und nach Südwesten ab und verpissen. Uff. Das war nötig, ey. Aber er hat ja leider irgendwie recht mit der ganzen Geschichte. Vielleicht setze ich mir nach dieser Geschichte auch einen Anhut auf. Was? Das Sie auch. Der Regen auch ist auch von der Regierung gemacht, damit... Da sind Drogen drin, ich sag's Ihnen. Die wollen sie gegen Antibiotika immunisieren. Deswegen haben die das mit in die Wolken gemischt. Immer gut, dass sie da ihren Kopf bedeckt haben. Aber es ist nicht so gut. Der Kofferraum machen. Haben Sie davon Akten? Sie sind okay. Per E-Mail schicken? Ich kann Ihnen gerne meinen Link zu meinem Haufen hier doch mal geben, quasi alles ist nehmen. Der, aber der ist ein Darkweb, einfach nur aus Interesse. Der ist aber ein Darkweb, kein Problem, das hier bestimmt. Ja. Organisieren. Gut, ich hab genug Freizeit, dass ich mal auch mal nachgucken kann. Ja, natürlich, weil im offiziellen Web wird das immer von Arbeitgebern geschlossen. Okay. Deswegen musste ich das irgendwann im Darkweb umlagern. Ich meine, wir haben zwar IT, aber hier in der Stadt ist das sowieso gar nicht flaute. Wir sind ja so abseits von der Zivilisation. Das Internet ist hier Horror. Das ist Tony, mit dem habe ich zusammen im Irak gedient. Ja. Okay. Das ist ja. Hast du ein Flugzeug? Was haben Sie im Irak gemacht? Also ich war ein Jahr Afghanistan.
Wieso hast du eine scheiß Waffe mit keiner Munition? Ich habe bei der Delta Force mit ihm. Wieso, da ist doch Munition drin, warte. Ja, ein Magazin. Auf Garnet haben wir ja auch gesehen. Ich bei denen da. Da hinten in die Straße runter ist noch einer. Ach so, ja, da müssen wir dann mal hingehen, aber ja. Ich weiß nicht, die anderen vielleicht müssen nur. Ich will aber nicht alleine motivieren. Klar. Nicht so eine große Waffe. Ich bin da zu lange raus, aber richtig. Stony ist ja noch aktiv. War da hinten schon wer beim Supermarkt? Denn mit dem Typen. Stony Light. Ich brauche den Soldaten und mir meinen Hauptquartier, weil er mit Sicherheit auch noch was von den Soldaten ist und überwachen oder er kann Verbindung herstellen. Ich hab nichts von Rucksack. Steckt noch einen Locker in ihrem Rucksack essen. Ich hab keine Punkte. Ja, genau, klar. Hab ich nicht. Ja, also, ja, Raketenwerfer. Ja, und übrigens, Leute, kommen alle zusammen jetzt. Ja, ist ja egal. Wir müssen auf jeden Fall alle wahrscheinlich ins Fahrzeug rein. Ossi. Oh, ich erschieß den heute noch. Okay, mal rankommen hier, Ossi, mal mit ran. Also, mein Flugzeug hat sich erledigt. Wir müssen eine halt. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ja. Hat jeder erste Hilfe? Ja. Also, ich hab da nur was auf YouTube gesehen. Okay. Ah. Hat jeder eine Waffe? Ansonsten haben wir noch Eimann hier. Er ist ein super erst. Sanitäter. Hat jemand eine Waffe? Alle eine Waffe? So, können wir jetzt zu den Wichtigen kommen. Also, wir werden im Norden beschossen, wir werden im Osten beschossen und gebissen. Bleibt ja nur Süden und Westen, ne? Im was Süden steht ein Boot von uns, also. Was ist mit dem Krankenhaus? Das Krankenhaus muss ja auch. Ja, Nahrung. Nahrungsmittel, medizinische Versorgung. Also. Es ist immer noch ein Supermarkt. Und der ist leer, da waren wir schon. Da waren wir schon. Okay, danke schön. Was ist mit dem Supermarkt da hinten bei der fast bei der Evakuierungszone? Okay, der ist leer. Der wurde also vom Start geplündert. Dann werden wir jetzt zum Krankenhaus und gucken, ob da noch Nahrung ist. Okay. Verstanden? Ja. Und dann überlegen wir uns, was denn? Das ist über die Brücke. Ich muss mir das aufschreiben. Das muss alles in meinen Blog rein. Wo ist das Krankenhaus? Hier direkt. Krankenhaus ist einfach. Hier über die Brücke. Über die Brücke links und dann links weiter. Okay, in die Fahrzeuge und dann zum Krankenhaus. Techas fährt. Herr Polizist, haben Sie eine Powerbank dabei? Nein, sowas habe ich leider nicht. Ich meine, ich habe zwar ein Handy, aber sowas brauche ich nicht. Kannst du doch weiter tippen oder so? Ja, ich muss ja filmen ein bisschen für meinen Blog. Das glaubt mir doch keiner. Ich hat der noch Internet? Ich habe kein Internet, aber ich kann das ja später hochladen, wenn wir weg sind. Ist eine Schrotflinte, liegt einer im Auto. Was? Sind wir zu viel? Herr Polizist? Ja. Hab ich hier ist noch Platz für einen Mann. Oder eine Frau, hängt von ab, wofür sie sich halten. Wir noch die mit jetzt einfach mal. Ist mir egal, was der. Hätte ich wohl für eine Frau. Irgendwas läuft hier gar nichts. Wenn links. Was soll links hast du gesagt? Rechts, hä? Du bist gerade rechts, bist gerade links abgebogen, Käfer so nebenbei. Hä? Links. Rechts abgebogen. Ja. Ja, genau. Zeit, kein Steuern, ich wollte Führerschein gezogen, sonst ist nur sein Bestand. Wir können die hinter uns jetzt alle umbringen, wenn jemand was. Ja, genau, warum ist jemand was dagegen? Ja. Ganz schön hier komische Sachen hier passiert, was ist das denn? Evo. Ey, Polizist, wir könnten diesmal einfach erschießen. Nein, das machen wir aber nicht, weil das sind unsere Freunde ja natürlich erstmal. Ja, und du wirst hier eben rauskommen. Ja, das sieht genauso aus, ist es. Sieht aber ganz schön untergekommen aus. Nee, das ist. Das war der Fischer, ne? Ja, der Fischer war das. Ja, passen da auch alle drauf. Natürlich. Wir haben 10 bis 12 Leute kriegen wir da drauf. Wir haben noch nicht oft. Ich hab das einen kleinen Unterton gehört, aber ich glaube ihn das erstmal. Okay. Wir werden heute erstmal nur die Leute die den uns umbringen wollen. Also der andere. Ja, naja, nicht die. Nur die Leute, die mit Blut überschmiert sind, würde ich mal meinen. So. Vielleicht brauchen wir ja erstmal Hilfe, ne? Versucht erstmal hier was Sachen zusammen. Damit ich aber dazwischen bleiben hier.
Jo, die Supplies sind doch hier. Ist da was drin? Da hinten steht noch ein RTW. Hier ist kein Essen. Ansonsten könnt ihr da fahren. Ist es hier? Essen? Lauf, oh, Alter, Schwede hier, Jungs, hier ist alles. Essen? Ja, alles. Hallo? Oh. Außer Essen. Ey, ich wollte gerade sagen, Essen bin ich da jetzt nicht, aber okay. Wo ist da Essen? Geht ja um den reichen Kippen. Was ist mit dem Reichen? Ja, der steckt hier mit dieser Bande unter einer Decke, die sich hier bewaffnete Leute beschießt. Aha, okay. Aber ist doch dein Kumpel. Aber ich kenne ihn schon echt lange. Gut, er ist nicht mal beim Militär, aber er ist vertrauenswürdig auf jeden Fall. Also ich wir haben echt viel Scheiße durchgemacht damals. Aber ich halte es echt nicht für vertrauenswürdig, wenn die Leute... Er hat von seinem Flugzeug erzählt und ich habe gesagt, dass wir da beschossen worden sind und deswegen wollte der andere das Flugzeug ja nehmen und da ist Sprengstoff dran. Also das Flugzeug kann er vergessen. Das ist ja doof. Okay, lass uns was zu essen. Habt ihr das Essen? Nee. Ah. Ossi, guten Tag. Was? Gut, dann... Wer sind Sie? Ich. Ja, wer sind Sie? Wer bin ich? Auch nochmal auf die Suche. Und wie, habe ich keine Ahnung, wie Sie mich gerade genannt haben. Kenne ich den Namen irgendwo her? Johannes. Oh, hier ist nichts, wa? Ne, haben wir nicht. Kannst du mir eine Ablenkung irgendwie hier organisieren? Kannst du mir eine Ablenkung hier organisieren? Ja, die Ablenkung ist gerade am Wege. Das ist sehr gut. Weil der gruppiert mir die Leute hier zu sehr. Was erreichen sie das Ziel? Die erreichen das Ziel sonst zu schnell. Meine Horde ist gerade auf dem Weg, um sich darum zu kümmern, dass hier ein kleines bisschen Ärger im Gange ist. Sehr schön. Und mal gucken, der Kriegtasche ist ja ausgeschaltet. Alles klar. Danke. Viel Erfolg. Denkt, dass Drogen das Virus verbreiten. Ossi ist Drogendealer. Interessant. Dealer folgt mit der Information. Danke. Ich pack dir mal hier die Kiste ins Auto. Ansonsten pack die in den Geländewagen. Okay, ja, ich hab jetzt einen in jede Prinzessin fast. Okay.
Ich weiß, wo noch was zu essen ist. Ja, erstmal auf jeden Fall Essen finden. Ich muss mal ganz kurz ab. Warte. Wo soll das sein? Ja, der ist auch da. Ja, komm mit. Ich hab uns bei der Tasche an. Beim Papst rechts. Das geht ja. Ja, doch. Ja, das geht. Hier rechts. Jetzt laufen Sie doch nicht so schnell. Ich muss das doch alles dokumentieren für meinen Blog. Du filmst. Ich filme, ja, das kostet zu viel Akku. Hast du deine Helmkamera dabei? Ja, nee, ich habe nur mein Handy dabei. Ach, scheiße, scheiße. Keine Powerbank. Der Strom ist ja... Okay, die sind ein bisschen sehr verdächtig, weil einer von denen ist oben nieder. Und auf der einen Piste. Sind wir jetzt alle hier? Guck mal auf die Karte. Einer von den beiden. Das ist, glaube ich, hier auf dem Weg. Was die Gesichter sehen. Das ist egal, ob das kann sein. Weil da würde ja Industrie sein, bei dem Brachenland da. Ja, ich meine, das ist gerade unterwegs, weil da war so ein der Abend. Chille, was ist uns das? Uns treffen. Ja. Okay. Ja. Okay, Jungs. Also es ist ganz einfach. Wir brauchen einen Fahrzeugverantwortlichen für den Geländewagen und einen für den orangenen SUV. Was meinst du? Dann braucht dann dementsprechend Personal, muss da drauf eingeteilt werden. Jetzt müssen wir diverse Punkte abfahren, um Nahrungsmittel zu holen und dann in die nächste Fluchtrichtung zu fahren. Also, okay. Ich würde vorschlagen, wir... Weil sie ja keine andere Wahl haben, ne? Okay, Lea, weiter. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue denen auch nicht. Ich vertraue der ganzen Sache hier nicht. Die haben gute Waffen. Und auch zwei, drei Leute bitte in die Umgebung gucken. Nicht, dass wir hier auf einmal zum Mittagessen werden. Wir können auch ein bisschen sichern dabei, ja, wenn sie wollen. Wer ist denn da hinten auf der Ladefläche und macht gar nichts? Der ist gerade eingeschlafen, der macht gleich sicher wieder auf. Okay, Joghurt, du hast einen Long Range, ne? Ja. Und Azuma, du hast auch einen Long Range. Ja, ich habe auch einen Long Range. Okay, ich habe beide auch. Okay, dann haben wir ja beide Fahrzeuge im Long Range. So, Wir fahren jetzt zum Bauernhof und dann... Welcher Bauernhof? Wo? Das sage ich euch gleich. Und dann, liebe Wald- und Wiesenfreunde, haben wir nur eine einzige Person, die weiß, wie man hier Krieg führt. Und das ist halt unser... Naja, nicht alleine. Ich war auch in Afghanistan gewesen. Würde ich jetzt auch nicht ganz so sagen, weil also. Wir beide sind sowas von durch die Kacke gegangen. Naja. Ja, aber du bist wie und er ist immer noch da. Übrigens noch eine Sache dazu. Die Long Range haben ein kleines Problem, dass die irgendwie nur auf 700 Meter gehen. Okay, ist ja egal, wir bleiben jetzt zusammen. Stoney? Ja? Ich sag dir jetzt, wo der Bauernhof ist. Ja. Karte gucken. Tesha, du kannst auch Karte gucken. Ja. Wer fährt denn den Polizeiwagen? Also Devo, Joghurt und dann gehe ich damit rein. Devo fährt, ne? Devo? Ja. Guck mal bitte mit auf die Karte. Gut. Seht ihr das?
Ja. Ja, sehe ich. Da ist der Bauernhof. Also fahren wir am besten diese große Route hier lang und dann hoch. Ja. Ja. Okay. Dann genau. Fahren wir runter in dein komisches Lager. Erik, wo ist dein Lager? Oder Erik? Emil. So, Emil. Und mein Lager ist viel weiter südlich. Auf der Karte. Vom Lager fahren wir dann zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Und dann fahren wir rüber in den Südwesten. Was habt ihr besprochen? Militärische Geheimsachen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch noch Zivilisten in. Da kommt was auf dich zugerannt! Da, oh Scheiße! Ja, lass ihn mal einfach weg, lass mal einfach Kuppel, weggehen. Kuppel! Nein! Okay. Lass uns in Ruhe. Ich schieße. Ey, das hat ihn nicht gestört. Renn! Ab! Wieso stirbt er nicht? Ja, aber ich hab jetzt meine Schrotflinte leer. Ja, meine Pistole ist so gut wie leer, scheiße! Der hat ein Funkgerät! Was? Was macht weg. Das? Ah, egal, scheiße. Ja. Lass mal lieber zurückgehen. Ja. Kennst du den Weg noch? Hier nach dort, ne? Ja, ich glaube hier lang. Ja, erstmal alle zum Bauernhof. Okay. Und dann, ich hab die Kräge geblickt. So, warte, lass mich mal vorne. Der zwei Zivis sind noch am rumlaufen übrigens. Ja, lass ihn rumlaufen. Ja. Okay. Die haben sich von der Gruppe getrennt. So, lass ihn nach vorne fahren. Ja. Okay. Warte, stopp. Lass ihn nach vorne. Ja, aber ich muss da eh umdrehen. Ich bin auch mal ganz kurz ein Nickerchen machen hier. Kannst du umdrehen. Okay. Die haben glaube ich schon gedreht. Oh Gott, das ist nur recht hier. Wir fahren hinter uns. Da gebe ich dir ausnahmsweise recht. Wenn überhaupt noch wer von der Welt lebt. Das ist eine andere Sache. Ja klar, ich schieße nämlich direkt, was erwartest du? Dann kann ich das nicht mehr dokumentieren. Oh nein, ich bin außer Puste, so ein Scheiß. Die sind weg. Die sind nicht mehr da. Nein, die haben uns doch nicht zurückgelassen, oder? Die haben uns zurückgelassen. Im Leben. Doch, die sind nicht mehr da. Die wussten doch, dass wir weggehen. Mann, Kuppel, ich sterb gleich. Ich überlebe es nicht! Nein! Ich will nein, das nicht! Nein, die haben uns nicht zurückgelassen. Och Mann, aber ich werd sterben. Warum? Ich weiß nicht, ich fühle mich schlecht, ich sehe nicht mehr gut, ich hab einen hohen Bar. Blutest du denn? Ey, Kumpel. Wenn ich sterbe, dann sag meiner Frau, dass ich sie liebe und sag meinem Schwager, dann gib mir die Telefonnummer deiner Frau. Ja, mein Schwager weiß das, wenn du ihn findest. Wer ist denn dein Schwager? Empower, der okay. Warte. Ja, Christian. Geh. Kuppel, geh. Rette dein Leben. Ja, aber ich weiß noch nicht, wo die hin sind. Ja, keine Ahnung. Rette dein Leben. Ich geb dir doch mal ein Funkgerät von mir. Du hast ein Funkgerät? Ich hab ein Shortrange. Mit wem stehst du in Verbindung? Eine Wasserflasche. Du hast was zu trinken? Eine Banane, die ist leer. Nein. Nein, ich kann dich doch nicht zurücklassen. Ich muss das doch filmen. Überlebe! Ja, aber! Nein! Du sollst überleben, hab ich gesagt, oder ich schieß auf dich! Nein! Du verzieh dich! Dann lass mir doch vorher ein Foto machen, gib Nachfeld! Verzieh dich! Nein! Das will ich nicht! So will ich nicht sterben! So will ich nicht sterben. Das will ich nicht. Boah. Ich geh mich jetzt ertrinken.
Verletzung habe ich nicht, oder? Ich will nicht mehr leben. Nein, ich werde nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Bitte Gott. Bitte lieber Gott. Bitte lieber Gott. Lass mich leben. Aua. Scheiße. Ertrinken traue ich mich nicht. Ich will noch nicht sterben. Ich will mich nicht ertrinken. Vielleicht überlebe ich ja doch noch. Irgendwie. Was? Wieso? Das stimmt nicht mit mir. So kann ich nicht. Wieso kann ich nicht? Meine Kleidung. Wieso funktioniert das nicht mehr? Scheiße. Will ich nicht. Ich will nicht sterben. Meine Kleidung. Wieso kann ich mich nicht mehr anziehen? Ich will noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Ich will nicht. Bis zum Teufel kann ich mich nicht mehr anziehen. Da sind auch noch Funkgeräte drin. Wo sind die anderen? Ja, nimmt raus, was ihr könnt und packt das in die Fahrzeuge. Falls mich verhört kann, helft mir bitte. Ja, Nemus und Ossi haben auch Mist gebaut und haben sich aufgespaltet. Wir sind gerade am Überlegen, ob die überleben dürfen oder ob sie nicht überleben dürfen. Dann werde ich dafür sorgen, dass sie beide überleben.
Wie schon gesagt, die bringt mir auch so ewig viel. What the fuck, stimmt mit mir jetzt nicht. Alter, so, nehmt das hier nicht von... Guten Tag, Herr toter Zombie. Du müsstest mich hören, Ossi. Ja, ich höre dich. Ja, du bist tot. Ich weiß! Das ist mir auch aufgefallen. Warum bist du jetzt... Haben die dich gebissen? Hast du so... Die Zombie... Ich bin Zombie geworden, richtig. Alles klar. Und war durch einen Zombie, den ich gefühlt nicht töten konnte. Ja, ich hab die Action gesehen. Es ging mir ein bisschen auf den Nerv. Nameless hat jetzt total Pech, weil er halt jetzt nicht zu den anderen kommt. Ja, weil ihr... Warum habt ihr euch abgesplittet? Weil wir dachten, es gibt da Essen. Bei den Rana-Dings-Industries-Werken. Und da gab's halt kein Essen. Und deshalb sind wir halt dann... Und wir dachten, die warten wenigstens auf uns, weil... Voller Sozial. Da liegt hier oben schon zum Glück... Aber ich bin dann halt irgendwie durch so einen Zombie gebissen worden und seitdem bin ich tot. Mal sehen, was die jetzt weitermachen. Versucht Nameless sich umzubringen, oder was? Nein, Nameless wird gerade gerettet. Der ist nur so hart verdurstet, dass er immer wieder umkippt. Ja, okay. Mir wurde auch eine Wasserflasche hingestellt, aber ich habe mir aber so gedacht, ja, ich sterb hier. Die Wasserflasche hilft mir auch noch so viel. Warum? Ja, okay, ja, weil du zombifiziert wurdest. Ja, ich war niemals hier. Ja. Deshalb bin ich gerade gestorben. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber ist jetzt nicht so schlimm. Nee, weil ihr euch abgesplittet habt und du bist jetzt ja tot? Ja. Azuma ist der Traitor. Azuma versucht auch alle gegen die anderen aufzuhetzen. Der wusste, dass du, also der hat die Info bekommen, dass du und Drogendealer bist und dass Nameless Verschwörungstheoretiker ist. Oh! Ich glaube, Azuma will jemand umbringen. Aha. Der sieht nämlich für mich ganz gewaltig danach aus, oder? Nicht. Ich glaube, wir sollten hier langsam weg. Weil er macht das gut. Liegt da vorne eine Leiche von uns oder ist das ein Zombie? Der mit dem gelben Shirt an und. Naja, das sieht aus, ein Zombie, okay. Ich dachte, das wäre einer von denen. Nee, der einzige, der bis jetzt tot ist, bist du. Ja. Stony ist auch einmal gefallen, das war aber eigentlich nicht so geplant, deswegen lebt er wieder. Mhm. Nameless könnte Glück haben, wenn der jetzt alleine abhaut, hat er natürlich die Möglichkeit zu überleben. Ja, aber wohin soll er? Wird Johannes ja gut, das ist die Frage. Er hat die Möglichkeit eigentlich nur, er weiß vom Boot, er weiß glaube ich nicht genau, wo es liegt. Und mehr Möglichkeiten hat er nicht, er hat kein Auto, er muss einfach irgendwie, ja. Er hat keine Möglichkeit. Als wären die wieder da. Muss nach Süden. Und, was hast du jetzt schon so viel gesehen? Hat's Spaß gemacht? Nameless ist Comedy Gold. Ja, der macht das echt gut, muss man sagen. Also als er gesagt hat, ich weiß gar nicht, der... Ja, ihr wart zu viert unterwegs zu einem Supermarkt. Von wegen habt ihr ja alle einen Hut auf, weil in dem Regen, das macht euch immun gegen das Antibiotika. Ich hab hier gelegen. Ich hab mich für die meiste Zeit des Streams war ich gemutet. Mhm. Einfach damit man euch hört und mich nicht lachen hört. Also ich muss sagen, Nameless war echt gut, was wieder gespielt hat. Aber das Roleplay generell in der Person fand ich zu mir. Weiter entlang. Jack, Nameless, Joghurt und so gut. Ich finde nur Tesha, das hat das so ein bisschen auseinandergerissen. Natürlich das, oder war das auch geschichtlich so, dass Teschers irgendwen kennen sollte? Also Teschers und Stony kannten sich und Teschers ist halt Ex-Soldat. Ah, okay. Der organisiert halt und Geschäftsmann. Ah, gut. Devo ist Polizist. Ja, das wusste ich. Kumpel von Joghurt. Ja, das hat Joghurt uns schon erzählt. Ja, Emperor war dein Schwager. Nameless ist Verschwörungstheoretiker. Ja, das Jack Blues ist halt der Fischer / Jäger und. Und dein Drogensüchtiger? Junkie. Der hat alle meine Drogen. Weißt du, was ich Lustiges gemacht habe, als wir beim RTW waren? Ich habe erstmal alles Morphia-Wurzel rausgenommen und mir in die Tasche gestellt. Das erwartet man eigentlich von Drogendealer, oder? Okay. Ja. Super unterwegs. Geil. Ich versuche gerade Ozzy hochzuholen und noch da? Am Leben zu halten. Warte. Bei Everon nähert sich gerade gleich die Dings. Break, lass ihn tot. Okay.
Ossi, du bist jetzt tot, tot. Ja, also ich wusste, gesagt, dass ich tot, tot, tot bin, brauchst du mir nicht mehr zu sagen. Nee, aus dem Channel brauchst du, in dem Channel hast, brauchst du nicht rein. Bin ich jetzt aber. Weil ich kann mich mit den anderen beiden nicht unterhalten sonst. Ja, ist klar, weil du halt im Zuschauer bist, also ein Zuschauermodul benutzt und die halt, Choice-Module, Dings. Wie geht's in unserem Nameless? Gute Frage, ich geh auch mal hin. Ja, er läuft. Wohin läuft denn der? Ach, der läuft jetzt auch Richtung Süden, weil er weiß, dass da irgendwo ein Boot ist. Hallo? Ja. Muss keine dumme Idee sein. Ossi, ich mach hier eine Aufnahme. Wir schnacken nachher weiter. Ich stell dich jetzt im TeamSpeak stumm. Ja, mach nur. Und ich bin auch wieder stumm. So, für Atmosphäre ist gesorgt. Sehr gut. Hä, wo sind denn eigentlich Teschers und so? Sind da alle in den Autos von Divo und Emperor drinne. Ich sehe nur das Auto von Emperor da runterfahren. Andere Auto sehe ich gar nicht gerade. Phil? Ja? Du müsstest langsam mal die Einheiten setzen. Also, ja, ich hab nur mal eben neben das ein Auto hingestellt. Ja, die auch, aber die waren ja gemein. So. Für Eikelein kommen. Ah, sehr gut, Jericho. Eikelein hier sind auf dem Weg jetzt gerade mit weiteren Personen, die wir aufgefunden haben, oder ich aufgefunden habe, genau, mit einem ehemaligen Soldat. Es war bisher lustig. Ja, medizinische Versorgung wäre halt wichtig. Lustige Mission. Und Ordnungsherstellung. Wir müssen gucken, dass wir... Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Ich dachte, die warten auf uns, bis sie zurückkommen wenigstens. Also wenn wir vor Ort sind, erstmal die Lage klären. Wir wollten ja und da oben. Ja, gegebenenfalls die anderen Zivilisten erstmal in Sicherheit bringen. Kommen. Ja, ich guck gerade, ich guck selber zu. Kann ich ja. 54 Minuten. Wie hoch hast du den Timer gestellt, Chiro? Achso. Ja, so mit. Komm. Ich muss meine Mission führen. Ja, wunderbar. Freue mich, dass dann alles soweit organisiert ist. Dann sehen wir uns gleich dort. Vielleicht noch 5 Mikes, wenn überhaupt. Eckland, Ende. Sehr gut. Ich bin auf dem Board und eine Rausflugmöglichkeit wird es wohl auch geben. Kann sein, dass der noch unterwegs ist, also das klang jetzt so, als müsste der Flugzeug noch kommen, aber weiß nicht. Aber auf jeden Fall können wir dort bleiben. Und die würden sich dann darum kümmern, dass die anderen Zivilisten rauskommen.
und die dann abholen. Gehen wir mal durch. Das Fahrzeug ist hoch für Eichel. Ich konnte voll Kontakt herstellen mit der Einheitsbasis. Zu unserem Glück sind dort Kräfte vor Ort. Also es sind nicht nur mit der Einheitsmitarbeiter, sondern auch militärischer Sicherheitsdienst. Also die Lage uns ist vereinfacht. Es soll auch eine Rauschungsmöglichkeit geben für die Zivilisten. Und weitere Zivilisten werden. Hallo? Das ist falsch. Hallo, hier spricht Jonas Larsen, kann ich hören? Noch irgendwann müssen wir mal in den Hauptfahrzeug. Dann sind wir schon durch die Stadt gefahren. Ja. Und die Häuser sind rechts gehen. Ja. Okay, also eine richtig befestigte Straße müssen wir links gehen. Okay, halte ich Ausschau. Ich muss also schon dran vorbei sein. Ich bin sehr gespannt, was da geht, was links. Das ist eine T-Kreuzung. Sag mal, ja. Ja, fahr die mal, wollen wir mal T-Kreuzung mal anhalten, das andere unterhalten. Naja, die Frage ist, was meinst du? Sollen wir da mal abschicken? Oder sollen wir lieber rüber zu fahren? Wir sind zu weit gefahren, wir müssen wieder zurück. Wieder zurück und dann geht eine Straße rechts weg. Das ist die Ortschaft Kirkon Kühle. Wie ist euer Kraftstoff? Die einfach im Ort ist dann rechts die Straße. Ja, okay, habe ich gesichtet. Fahrzeug 1, hier 2 kommen. Muss ich mal noch schießen, mal nicht. 1 kommen, kommen, 1 kommen. Jack, hörst du mich? Hallo. Hallo. Ist da vorne? Hört mir einer zu? Ja, wir hören dich. Wie ist euer Kraftstoffstand? Wir brauchen euren Kraftstoffstand. Bei uns ist es eigentlich so. Na, ich rede mit dir, ich möchte euren wissen. Ich bin das andere Auto. Divo, wie ist euer Kraftstoffstand? 2/3 voll. 2/3 voll noch. Ja, wir sind auf halb runter langsam. Okay, der Orange ist auf halb runter. Ja, das war mir gut. Check. Nee, wir fahren euch jetzt hier runter und dann zu diesem Dings da, oder nicht? Ja. 3/3 denke ich mal. 3/3, genau. Warum fahren wir wieder zurück? Nein, weil wir uns verfahren hatten. Geh weg. Nee, noch weiter, noch weiter, noch weiter.
Versuch Nummer 2334, hier ist Jonas Larsen. Kann mich irgendwer hören? Kühlkelle, so ähnlich. Ich kon Kühle. Kehre kon Kühle, ja, wir fahren einfach hinterher, wir machen das schon. Ihr macht das. Warum nicht? Da hinten alles nicht gut. Nicht gut. Alles echt nicht gut. Ah, Scheiß. Fahr Richtung Westen, das ist sicherer. Richtung Westen, okay, dann fahr ich Richtung Westen. Bist du Freunde? Ich weiß nicht, ob man das Freunde nennen kann. Die haben mich zurückgelassen, die Pisse. Ich hab per Funk gehört. Guck mal auf die Karte drauf. Ja. Bist du hier unten Kürkon Kühler? Ja, da sollte man nicht hinfahren, habe ich gehört. Ich glaube, die fahren hier hin. Dahin, dann ist da bestimmt das Boot von dem Fischer. Okay, ich verstehe, ich danke Ihnen. Nicht dafür. Und hey, du hast mich nie gesehen. Hey, haben Sie was zu trinken dabei? Nein, Sir! Gleich haben wir die anderen abgehängt. Ja, fahr mal. Aber die sind hinter uns, also die kommen automatisch, dann kannst du weiterfahren. Die kommen von automatisch drauf zu. Ach, sind wir schon auf der Endstraße? Ja, wir sind auf der Endstraße. Gut, weiter. Okay, haben wir aufgeschlossen. Gut. Jo, da sind wir, richtig. Das ist wunderbar. Der Schuss! Oh, die schießen, oh, oh. Die schießen. Fahr zurück. Oh, fuck. Der ist ausgestiegen. Ich fahr. Ah, fuck. Oh, schon ganz tot. Oh ja, ich auch. Ach, Azuma hat uns verraten. Das Ding. Oh.
fuck! Ich konnte mir denken, hätte doch niemals, die hätten uns doch niemals unter Beschuss genommen, hätte, wenn Azuma uns wäre, weißt du? Dann ist er halt weggerannt. Ah. Fuck, nee, hab ich auch nicht. Kann mich irgendjemand aufnehmen? Ja, schon. Ja, dann werde ich leben. Ach. Bin zu schnell. Ich bin Azuma vertraut, weil er halt mir so mich eingelullt hat. Kann mich jemand aufnehmen? Kommen. Ja. Mach mal. Hier ist Eimann. Ja. Azuma war also der Verräter. Wie? Ja. Ich kann überhaupt nicht mitspielen. Knallt der uns doch gerade einfach über den Haufen? Bin ich doch. Ach, der hat mich wieder. Alles klar, Moment, Sekunde. Mal. Hier kann mir irgendjemand aufnehmen. Au. 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 Ah, fuck, ich hab ihn ausgeladen. Alter. Ups. Well, that happened. Eigentlich Azuma geantwortet. Also ich habe ihm gerade geantwortet, aber er hat immer noch keinen. Er hat immer noch keinen Puls. Ich mache wieder HLW. Wer hat auf uns geschossen? Der Compound oder wäre das jemand anders? Warte kurz, ich steche mal ganz kurz aus. Warum? Hört mich jemand? Funke? Ja, ich kann ja euch aufnehmen. Hallo. Alter, wie sieht's aus bei dir? Jetzt hier rein, Alter. Ich habe es irgendwie überlebt. Ich lauf jetzt gerade nämlich am Wasser lang. Wo bist du? Wie war's mit deinen Freunden? Joghurt, helf mir, ich Auto! Ja, hab ich mir auch anders gerade vorgestellt. Komm nicht dahin, komm mal da hinten, Nefra! Meine Fresse! Wo bist du? Irgendwie vertraue ich dir gerade nicht so richtig. Also ich fahr jetzt hier mit dem Fahrzeug weg. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße, Mann. Fahr einfach mit dem Fahrzeug den Weg zurück, mit dem wir gekommen sind, und dann sehen wir dich. Klar. Als
natürlich bin ich jetzt bei dem Auto, wo es relativ wenig Sitzplätze gibt. Okay, Techas ist aufgewacht. Techas, komm rein ins Auto. Joghurt. Alter, du sollst die Leute nicht aus Auto rauspacken, Joghurt. Jetzt bist du wieder draußen. Das war Techas dieses Mal. Ernsthaft, ey? Ohne Scheiß, ey. Was ist denn mit den Leuten los? Ich brauch unbedingt... Jetzt kann ich den nicht mehr. Ist egal, wir machen jetzt erstmal hier verbindlich. Wo ist Doni? Doni, ja, weiß nicht. Wo ist Doni jetzt? Oh Gott. Wir kriegen Beschuss. Tja, Leute. Alter, er hatte gerade andere Sachen vor. Und du, Kollege hier. Du hattest wohl was ganz Besonderes vor, ne? Hier die Leute raus. Führung übernehmen. Ich glaube, für dich haben wir ein ganz gutes Experiment. Du bist der neue Prototyp. Das wird ganz toll. Achso, und es tut weh. Es tut sehr weh. Das ist großartig. Ja.
Ja, dann wollen wir euch mal langsam wegschaffen, ne? Ha 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 ha.